Einen wunderschönen guten Tag, liebe und willkommen zurück zu Gran Turismo 7, heute mit dem nächsten Menübuch. Wir wenden uns so ein paar Rallye-Autos, Menübucheintrag Nummer 37, Rallye-Autos der Gruppe B. Und da haben wir ein paar Oldtimer dabei, allerdings auch einen frischen, den Ford Focus Gruppe B Rallye. Ja, und Gruppe B ist halt einfach, ja, die Rallye-Klasse von Gran Turismo, also, ja. Grundsätzlich fallen da halt auch neuere Autos drunter. Ist jetzt nicht wie die damaligen Rallye-Autos. Die hießen auch Gruppe B, oder? Ja, die hießen Gruppe B, soweit ich weiß. Gruppe C war dann wieder ein bisschen was anderes. Ja, das waren die schnellen Le Mans-Flitzer der damaligen Zeit, die auch eindrucksvoll schnell waren. Und jetzt gucken wir mal, was für Events wir dafür überhaupt fahren müssen. Weil ganz ehrlich, ich bin gerade so ein bisschen überfragt, was man jetzt zu tun hat. Wir gehen mal nach Europa. Ich schätze mal, wir werden nämlich den Audi hier erst gewinnen. Nö, tatsächlich bei einem US-Event. Auf der Fisherman's Ranch. Das soll wohl das Event sein, womit man nach wie vor die meiste Kohle verdient. Und wir fahren jetzt mal zugunsten des Audis. Wir brauchen Matschreifen. Das werden wir hier mit dem Gruppe B Toyota 86 hoffentlich haben. Nö, standardmäßig werden dem nur Trockenreifen, hier Standard Rundkursreifen gegeben. Na gut, da müssen wir selbst da dran gehen. Tuning Shop, Matschreifen. So, 5000 Credits. Könnte man theoretisch auch einfach von Anfang an einfach ans Auto anbauen, aber hey, ist halt so. So, Turbo. Boah, können wir nehmen. 650 Punkte und ja, theoretisch könnte man auch das voll anpassbare Getriebe nehmen. Praktisch würde ich sagen, brauchen wir das unbedingt. Ich bezweifle es, dass wir das wirklich für diese Events jetzt brauchen werden. Wir haben jetzt 650 Punkte im Gruppe B Toyota. Den fahren wir jetzt einmal und dann werden wir uns dem Audi widmen. Weil das, glaube ich, ein Auto ist, wo ihr sehr viel mehr Interesse dran habt und wo ich persönlich auch ein bisschen mehr Interesse dran habe. Wie viele Runden geht's? 2 Runden auf die Strecke. Ist auch eine etwas längere Rallye-Strecke. Und da gehen wir rein. Auf geht's. Ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Die ganzen Bodenwellen machen es halt ein bisschen schwierig hier mit den Autos. Oh, ich glaube, ich habe das Force Feedback, weil ich gestern mal mit einem anderen Auto unterwegs war, zu runtergedreht. Okay, ist nicht so schlimm, ist nicht so schwach. Ja, ich bin gestern nämlich auf einem anderen Account mal mit einem anderen Auto gefahren, zu dem es vielleicht bald auch mal ein Video geben wird. Oh. Ja, Vorsicht ist geboten. Ach, und wir gehen natürlich mal ins Cockpit. Nachdem wir bei den Streckenerfahrungen mal so ein bisschen die Dashcam gesehen haben. Die Frontstoßstangenkamera. Das sieht super aus. Keine Ahnung, wie lange hier eine Runde braucht, ne? Autsch. Ja, das mit den Bodenwellen finde ich teilweise halt ein bisschen weird geregelt, weil wenn die Autos das halt überhaupt nicht federn können, dann ist halt irgendwie auch ein bisschen Quatsch, so heftige Bodenwellen drin zu haben. Grundsätzlich würde ich mir eh wünschen, macht ruhig ein Gran Turismo Rally und separiert das von dem regulären Gran Turismo Content. Ich meine, klar ist eine Racing-Disziplin, die auch abgebildet werden kann, hat ihre Daseinsberechtigung, keine Frage. Aber ich glaube halt, wenn du die Ressourcen halt aufteilst, ich meine, man kann sich ja immer noch so ein paar Sachen teilen, so wie es bei Forza gemacht wird, könnte man dieselben Fahrzeugmodelle verwenden oder so. Oder vielleicht gewisse grundsätzliche Sachen bei der Fahrphysik übernehmen. Und. Ah, aber man könnte halt, glaube ich, wenn man ein Spiel rund um Rallye macht, deutlich feiner rangehen als jetzt hier. Ich glaube, dann würde insgesamt jeder Part des Spiels profitieren. Sowohl der Rundstreckenpart, weil, ja, hast halt mehr Fokus auf die Rundstrecke beim Hauptspiel. Ah, als auch der Rallye-Part, weil du dann was Dediziertes nur für Rallye-Fahrer hast. Oh je, nee.
Noch weniger als 5 Sekunden zur Spitze. Oh, da ist er schon, oder? Ne, der ist noch ein bisschen weiter vorne. Ne, das sind 5 Autos vorne. Das sind die 5 tatsächlich jetzt. Der Peugeot ist ja halt auch geil. Der ist übrigens jetzt auch in der Gruppe 3 wohl ziemlich overpowered. Oder Gruppe 4? Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall soll der Peugeot halt ein gigantisch starkes Auto sein. Ha, eine Nissan Gruppe 4. Wie geil. Nicht Gruppe 4, sorry, Gruppe B natürlich. Ah, damit haben wir Runde 1 abgeschlossen. Rennen geht etwas mehr als 6 Minuten. Ja, also ist auf jeden Fall lohnenswert, wenn man bisher noch keine Rallye-Autos hat und ja, die dann bekommt. Plus das Preisgeld. Eh, mein Einsteiger-Tipp Nummer 1. Holt euch am Anfang kein einziges Auto selbst. Macht die Lizenzen. Macht die Café-Rennen. Alter, okay, danke. Vielen, vielen Dank, Ford. Macht die Lizenzen, macht die Café-Rennen. Oder, was ich euch empfehlen würde, ich meine, das spoilert man sich zwar so ein bisschen, aber schaut euch zumindest mal an, was ihr in den Missionen, in den Café-Rennen, in den Lizenzen alles für Autos geschenkt bekommt. Weil, Stand jetzt kann man die Autos halt nicht verkaufen. Das kann man vielleicht bald. Wobei es auch in GT Sport so war, die Autos, die du geschenkt bekommst, die kannst du nicht verkaufen. Du kannst nur die Autos verkaufen, die du auch gekauft hast, tatsächlich. Ja, und dementsprechend wäre es halt natürlich empfehlenswert, dass man kein einziges Auto, was man geschenkt bekommt, doppelt hat. Und demzufolge einfach Autos nur kaufen, wenn ihr sie nicht auf einer Liste seht, wo ihr sie eben gewinnen könnt. Und dann könnt ihr aber auch entspannt Geld dafür ausgeben. Ja, sowas wie zum Beispiel der Audi R8, der wird euch irgendwann, glaube ich, einfach geschenkt. Ich glaube, die Corvette von der Gruppe 3, also Audi R8 LMS, by the way, also der Gruppe 3 Audi, der Gruppe 3, die Gruppe 3 Corvette und. Also es gibt auf jeden Fall ein paar Fahrzeuge, die ihr euch dann nicht holen müsst. Da könnt ihr euch wirklich das Geld sparen. Und ja, so viel einfach nur dazu. Weil dann könnt ihr euch wirklich die Autos alle freispielen hier, die ihr euch auch freispielen könnt. Ja. Die, die ihr im Rahmen der Progression bekommt, die bekommt ihr dann halt auch. Und müsst im Prinzip keinen extra Aufwand betreiben. Wenn euer Ziel eh ist, irgendwann, sagen wir mal, alle Rennen auf Platz 1 abgeschlossen zu haben. Dann bekommt ihr das Preisgeld und das Auto und am Ende lohnt es sich einfach doppelt und dreifach. Oder auch der Red Bull X2019, den kriegt ihr halt, wenn ihr die S-Lizenz auf Gold schafft, komplett. Also es ist schon, glaube ich, ein sehr guter Ansatz, sich viel Geld zu sparen. Meine, dass man auch irgendwo den Alpine geschenkt bekommt. Der Alpine ist halt so einer meiner Lieblinge im Spiel oder in Spielen allgemein. Deswegen war ich ein bisschen verärgert, dass ich mir den gekauft habe auf einem der Accounts und dann habe ich den geschenkt bekommen und dachte mir so, schade. Hätte ich mir die paar und 70.000, die der kostet, auch sparen können. Uiuiuiuiui. Ja, sehr schön. Boah, coole Karre. An für sich sei das auch mal gesagt. Schönes Auto. Und jetzt werden wir mit dem Audi Quattro fahren. 50.000, by the way, für 2 Runden. Ich glaube, das andere Rennen gibt 30.000 für eine Runde. Bam. Haben die es mittlerweile, by the way, angepasst, dass du nicht mehr für absolut jedes Rennen fehlerfreies Rennen bekommst? Habe ich zumindest gerade im Gefühl. So. Ja, und dann setzen wir uns auch direkt mal in den Audi rein. Ja, die Gruppe B damals war eine verrückte Rallye-Kategorie. Also heutzutage ist Rallye auch nach wie vor verrückt, aber Gruppe B an für sich ist halt auch schon big off. Hä, hier darfst du keine Mattschreifen drauf haben? Okay.
Ja. Das sind normale Straßenrennen. Dann nehmen wir mal den Audi. Alter Falter. Was hast du denn für Reifen drauf? Harte Reifen. Okay. 688 Punkte. Perfekt. Also Gruppe B, eh verrückt. Ich hatte einmal das Glück, in einem Rallye-Auto mitzufahren. Das war ein Hyundai i20 mit Craig Breen, der mittlerweile nicht mehr bei Hyundai fährt. Ich weiß gerade nicht mehr, wo der jetzt unterwegs ist, aber auf jeden Fall verrückt. Das war wirklich, wirklich insane und hat viel Spaß gemacht. Es ist zwar nicht lustig, wenn du quasi so eine an eine Stelle kommst, wo es im Prinzip drei... Uiuiuiui. Wo du im Prinzip drei verschiedene Wege nehmen könntest. Also du kommst auf eine Kreuzung, aber die Kreuzung hat halt mehrere Aufgabelungen. Du kannst zum Beispiel halb rechts abbiegen, geradeaus weiterfahren, halb links abbiegen oder halt ein bisschen schärfer links oder schärfer rechts oder so. Insgesamt hast du halt mehrere Wege, wo es halt hingehen kann. Und Alter, da war es halt einfach richtig big uff, mit unterwegs zu sein, weil oh Gott, beim Anbremsen ist das Auto wild. Ja, das war halt wirklich, wirklich wild, weil bei sowas kannst du dich halt auch nicht darauf vorbereiten, wo es jetzt mit den G-Kräften hingeht. Wenn du bei einem normalen Rennauto auf einer ganz normalen Rennstrecke dabei bist, kannst du dich eher darauf vorbereiten, aber das war halt ja, ein richtiger Rallye-Kurs in dem Fall halt auch. War unmittelbar nach der Deutschland-Rallye und da sind wir dann mit unterwegs gewesen. Also als Beifahrer war ich da dabei. Das war schon krass. Das war sehr, sehr cool. Ja, Erlebnisse, die man nicht vergessen wird. Schönen Dank da, by the way, nochmal an Big Ben, an die Leute von WRC, die das da halt alle ermöglicht hatten. Oh, ist halt auch krass, was man so alles erlebt mittlerweile als Influencer. Weniger als 11 Sekunden jetzt der Rückstand. Wir beginnen die Runde mit etwa 10 Sekunden Rückstand. Mal gucken, wie viel wir in dieser Runde gut machen werden. Mittlerweile habe ich mich an den Audi gewöhnt. Möglichst gerade anbremsen hier. Und dann schön in die Kurve rein. Ja, der ist halt sehr, sehr weich abgestimmt, ne? Also kann ich mir halt vorstellen, dass der dadurch halt auch einfach gigantisch sich nach vorne auch neigt, sobald du auf die Bremse gehst. Weil das Auto halt eher dazu gedacht ist, dass du halt neben der Strecke fährst, als dass du auf der Strecke fährst. Okay, komm, testen wir es aus. Nee, Quatsch. Vermute, der Weg über den Asphalt ist trotzdem ein bisschen schneller hier mit dem. Unabhängig der Fahrzeugcharakteristik. So. Ja, der Peugeot fightet gerade so ein bisschen gegen mich. Er hat gerade noch gefightet. Oh Gott, Alter. So, auf geht's. Oh, Auto untersteuert. Oh, oh. So, da hatten wir den Offroad-Part. Sechs Sekunden etwa. Ja, das wird knapp, aber es geht in Richtung Sieg zumindest. Oh Gott. Zu früh gefreut. Okay, 7 Sekunden allein zu P3. Gott, ob wir das überhaupt schaffen? Na, mal schauen. Ich gebe nochmal alles. Es ist halt echt dunkel gerade, ne? Ah. Jetzt sehe ich was.
Jetzt ist auch noch das Feuerwerk zu allem Überfluss da. Und jetzt 6 Sekunden. Und hier kann man wohl voll durchfahren, krass. Oder ziemlich voll. Sekunden. Theoretisch müsste ich das nicht mal mit dem Ready-Auto fahren, ne? Theoretisch könnte ich das auch mit einem Auto fahren, was auf Rundstrecke optimiert ist. Das wird knapp. Och nö. Ja. Musste halt alles noch rauskitzeln. Ja, belastend. Letzte Runde. P4 nehmen wir aber mal mit. Ja gut. 3,5 Sekunden haben mir gefehlt. Treten wir doch gleich nochmal hier an. So, jetzt aber mal richtig. Jetzt von Anfang an Maximum rausholen aus dem Auto. Ja, 11.400. Immerhin ein bisschen Preisgeld noch mitgenommen, ne? So, erneut versuchen. Okay, auf geht's. Okay. Fährst du quer, siehst du mehr. Komm schon, weiter pushen. Sekunden. Vielleicht auch mal interessant, wenn ich mal ein Rennen wiederhole, weil man dann sieht so ein bisschen, wie die Progression mit dem Auto ist. Wie man besser wird mit dem Auto, ob man besser wird mit dem Auto. Ich behaupte mal, dass ich jetzt, wo ich nicht die erste Fahrt in diesem Auto seit vermutlich Livestream-Gameplay hier habe. Also wahrscheinlich liegt es auch über eine Woche, über einen Monat zurück schon. Nee, Spiel ist jetzt gerade erstmal einen Monat draußen. Ja, vielleicht 2 Wochen zurückliegend. Oh Gott. Egal, wir sind deutlich näher dran als eben. Jetzt meinen Satz nochmal richtig ausgesprochen. Liegt wahrscheinlich eine Weile schon zurück, dass ich jetzt mit dem Audi mal gefahren bin, wenn überhaupt. Und demzufolge fange ich quasi bei 0 an. So, und jetzt haben wir 8 Sekunden Rückstand. Also wir sind schon deutlich näher dran als im Versuch eben. Sehr schön. Sauber. 6 Sekunden nur noch. Haben wir vielleicht am Ende dieser Runde schon wieder drin. Zwei.
Ja, ich habe mir die Zeiten von eben nicht angeschaut oder gemerkt. Ist die Frage, ob ich jetzt auch schneller bin als eben oder ob einfach nur die KI unterschiedlich schnell ist. Ich würde aber fast vermuten, dass wir jetzt deutlich schneller sind. Zumindest in Runde 1. Oh oh. Da habe ich zwar einen Fehler gemacht in Runde 1 auch schon, nicht nur jetzt hier gerade. Aber trotzdem dürfte ich damit flotter gewesen sein. Ja, mittlerweile kenne ich aber die Strecke halbwegs, also aus der Perspektive geht es mittlerweile schon sogar ganz gut. Noch 42.000stel hinterher. In dieser Kurve machen wir jetzt auch nochmal eine Menge Zeit gut und dann geht's nochmal voran hoffentlich. So, 3,7, 3,6. 3,5 zur Spitze. Und nur noch 2,5 Sekunden weiter. So, von Anfang an jetzt dran. Ja, dass es jetzt dunkel wird, ist tatsächlich so ein Faktor, der mich hier gerade so ein bisschen stört, weil die eigenen Lichter eher so ein bisschen nach oben gerichtet sind. Und ich nur beim Anbremsen so wirklich sehe, wo es lang geht. Auch wenn ich die Strecke ein bisschen kenne. Es ist trotzdem ein Faktor, der hier gerade so ein bisschen unbequem ist. Der mich zumindest ein bisschen verunsichert. Subaru, komm! Oh Gott, das muss P3 werden jetzt. Das darf nicht anders ausgehen. Ich darf jetzt nicht nochmal die Top 3 Position aufs Spiel setzen. Ja, also ohne Fehler in der letzten Runde wird das der Win, aber mit Fehler eben nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass die KI am Ende nochmal ein bisschen mehr Pace abgerufen hat als davor. Sie dürften auf jeden Fall am Ende nochmal schnellere Zeiten gefahren sein, oder? Aber ja, passt schon. Schönes Ding, Top 3 erreicht. Auch wenn der Sieg eigentlich drin war und ich glaube ein bisschen Fortschritt haben wir auch schon gemacht. 12.000 gibt es fürs Event für Platz 3? Nur 600 mehr als für Platz 4. So, und wir haben jetzt den Ford Focus Gruppe B. Ja, mit dem fahren wir jetzt das letzte Rennen. Da geht's nochmal auf den Kurs für den Peugeot 205. Auch ein sehr schönes Auto, wie ich finde. Also ich finde, der ist von der Ästhetik her auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr geil. Und das ist tatsächlich ein Offroad-Kurs wieder. Ja, hüpfen wir doch mal kurz in den Ford rein. Packen nochmal Matschreifen drauf. So eine Quick-Dings-Option wäre halt cool. So eine Quick-Equip-Funktion. Wo du halt wirklich einfach nur eine Taste noch drücken musst und dann... Bam, direkt mal die Matschreifen für 5.000 kaufen kannst. Das wäre richtig, richtig geil. Oh, wir haben nur 594 Punkte von, ich glaube, 700 als Maximallimitierung. Ja gut, komm, dann nehmen wir den Turbolader für hohe Drehzahl. 650 Leistungspunkte, die sind gut. Das ist super. Können wir das Auto noch leichter machen? Nö, können wir nicht. Ja okay, mit 650 Punkten sind wir, glaube ich, jetzt bei so wenig Punkten wie bisher noch gar nicht, oder? Ich meine, dass der Toyota, ja, der hat immerhin 5 Punkte mehr gehabt. Ja gut, dann gucken wir mal, was jetzt geht.
Ah, das ist der Kurs, wo man auch die Lizenz fahren muss. Ich glaube S8-Lizenz oder S5-Lizenz ist es. S5 müsste es sein. S8 war, glaube ich, Laguna Seca mit dem Super Formula, wo es mittlerweile übrigens kein Nitro mehr gibt. Also ich weiß nicht, was da Sache ist, ob das ein Fehler war, dass Nitro von Anfang an drin war oder was genau da los ist. Aber sie haben es auf jeden Fall rausgenommen. Ja, mit den Offroad-Autos Offroad fahren ist halt noch mal cooler. Das ist halt noch mal geiler als mit denen auf der richtigen Straße zu fahren. Da merkt man halt wirklich, dass die hierfür auch gemacht wurden. Klar, ich hätte jetzt beim Audi die Federung noch mal härter machen können und sowas. Wollte ich jetzt aber auch nicht zwingend so super lang ziehen, das Ganze. Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen vorsichtig sein. Ach, come on. Ja. Ich meine, klar, ich habe bei der Landung ein bisschen gelenkt, aber dass das Auto dort so verzieht, ist halt auch so. Also gefühlt ist das Offroad-Ding hier sehr viel bestrafender, wenn du mal über Bodenwellen fährst, als in zum Beispiel Dirt Rally sogar. Was übrigens mittlerweile dann nicht mehr Dirt Rally heißen soll, wenn es dann vielleicht nochmal rauskommt, sondern ich glaube EA Sports Rally ist jetzt mittlerweile der Name, der da für ja, vorprogrammiert ist. Jetzt werden manche wieder sagen, ach nö, EA schon wieder, das kann ja nichts werden. Warten wir mal ab, ne? Ich sag mal so, Codemasters hat auch selbst schon viele, viele Sachen gemacht, wo man sonst sagen würde, hey. Also, keine Ahnung, wenn. Die haben auch ohne EA anzugehören auch schon viel, viel Kram gemacht, der schwierig ist. F1 2021 unfertig released, Dirt Rally 2.0 quasi wieder mit sechs verschiedenen Schauplätzen released und die sechs alten Schauplätze von Dirt Rally 1 haben sie einfach als DLC hinzugefügt. Und haben halt gesagt, so bitteschön, zahlen für den gesamten Content nochmal. Wo ich mir dachte, so, ich kann es vielleicht verstehen, ich hätte vielleicht an deren Stelle so gesagt, ey, also aus so einer reinen PR-Sicht, ne? Ich hätte gesagt, damit das Spiel in der Öffentlichkeit gut ankommt, wäre es doch klug, wenn du acht Schauplätze hast, vielleicht die alten Schauplätze drin hast und, also sagen wir mal, vier der alten Schauplätze drin hast und vier neue. Und dann kannst du per DLC zwei neue raushauen und per DLC zwei alte nochmal raushauen und so, hey, back to, keine Ahnung wohin, the Wales oder so. Und das wäre, glaube ich, eigentlich klüger gewesen, weil so hatte das halt echt das Gefühl von. Ja, okay, wir haben zwar sechs neue Rallye-Bereiche, aber hier für die sechs alten könnt ihr jetzt auch nochmal latzen. Plus, was ich halt auch ein bisschen schwierig finde, ist, ein Kumpel Markus, ein Kumpel von mir, der hat Dirt Rally 2.0 mal testen wollen und wollte sich dann einfach eine Karriere erstellen. Ich glaube, ich hatte sogar mal zweiten Key irgendwann rumfliegen, irgendwo, irgendwie. Weiß ich nicht mehr, wie ich den bekommen habe, aber. Dann habe ich ihm halt den Key gegeben und tatsächlich hat es dann nicht geklappt, dass er eine neue Karriere beginnt, ohne die DLC-Pakete zu besitzen. Es kam quasi jedes Mal, wenn er den Kalender refreshed hat, um eine neue Karriere zu starten, kam jedes Mal irgendeine DLC-Strecke mit rein, irgendein DLC-Schauplatz. Und das ist halt auch so, ja, wenig durchdacht einfach. Oh Gott, wenn dein Spiel schon sowas beinhaltet. Ich muss schon sagen, Offroad ist hier aber halt auch schon teilweise echt nicht so geil. Wenn du halt die ganze Zeit am Abfliegen bist, ne? Wie gesagt, ich hätte mir so ein bisschen was anderes gewünscht stattdessen. Ich glaube, eigenes Gran Turismo Rally
hätte halt den Vorteil, dass man sich hier auf die wesentlicheren Sachen konzentrieren kann, auf das Road Racing, weil ich glaube, Gran Turismo steht genau eben auch dafür. Und wenn du Gran Turismo Rally machst, da kannst du halt wirklich voll reingehen und versuchen einfach da maximal alles rauszufruchten. Und dann halt auch wirklich coole Rally-Stages und so machen kannst. Und das wie cool wäre das, wenn du halt super viele Etappen hättest und sowas. Also, traust denen zu, die könnten da schon coole Sachen mitmachen. Ja, also... Och nö, nein! Danke. Danke, Spiel. Ja, aber es gibt ja auch neben dem frechen Release und der Post-Release-Phase und in welchem Zustand es sich immer noch befindet, von F1 2021 ja noch weitere Sachen, auch nebst Dirt Rally, was halt so ganz weird ist von Codemasters. Wenn das sie ja zum Beispiel ihre Mikrotransaktionssachen da reingebracht haben mit Battle Pass und sonst was. Mit den Pit Coins, wie sie es genannt haben. Lustiger Name übrigens. Ja. Das ist auch ohne Zutun von der EA geschehen, by the way. Also, wer denkt, dass jetzt F1 komplett durchmonetarisiert wird mit sonst was? Ja, ist schon passiert. Ach, und übrigens, so ein F1 Ultimate Team fände ich eigentlich ganz geil. Weil das würde ja heißen, dass wir viele, viele alte Sachen bekommen, weil keiner würde F1 Ultimate Team spielen, wenn du stattdessen My Team Karriere spielen kannst. Bei Ultimate Team musst du neuen Content liefern. Und was wäre so neuer Content in F1 Spielen? Die alten Saisons. Keine Ahnung, Michael Schumacher in Form mit 2004er Ferrari. Das wäre etwas, wo du Käufer für findest. Wenn du einfach nur sagst, hey, wir haben jetzt den Mercedes-Motor von 2021, den du einbauen kannst oder sonst was, dann würde halt jeder mit den Schultern zucken, so. Okay. Du kannst dir eine etwas bessere Boxencrew kaufen. Okay, cool. Und jetzt? Aber die müssen halt wirklich ein cooles Argument liefern, warum man sich das halt eben anschauen sollte, falls sie so einen Ultimate Team Modus planen. Ansonsten ist es halt nicht wie FIFA. Du hast halt eben nicht 4000 Fußballer oder so in dem Spiel drin oder wie viel auch immer in FIFA sein wollen. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht geschätzt, wenn es jemand weiß. Teilt es mir mal gerne in den Kommentaren mit. Sondern du hast halt eben 20 Formel 1 Fahrer. Fertig. Mehr hast du nicht. So. Aber hier haben wir 3 Rally-Autos und nicht irgendwelche Formel 1 Fahrer oder sonst was. So. Ja. Der Peugeot Evo 2. X-Peak Quattro. Beides legendäre Rallye-Autos der 80er. Rallye heißt versammeln. Oh, okay. Ich hätte jetzt Rallye gesagt eher... Ja, wobei Rallye Point ist ja Versammlungspunkt. Oh, Ferrari haben wir als nächstes. Nice. Ja, hier umso ärgerlicher, dass ich nicht den 430 gezogen habe letztens. Weil wir dann quasi jetzt hätten 3 Ferraris gewinnen können. Aber so haben wir 2 Ferrari-Events, die als nächstes dann anstehen. Aber jetzt erstmal ein Roulette-Ticket. Komm, gib mir was Gutes. Und dann springe ich nochmal ganz kurz in ein Rennen und versuche dann nochmal mit dem Audi Quattro ein schönes Thumbnail zu machen. Ja komm, der Atenza wäre ganz cool. Oder Geld. Ja, finde ich gut. Geld oder Auto ist eigentlich immer die bevorzugte Sache für mich hier. 30.000 kann man auch mal mitnehmen. 1,7 Millionen habe ich hier? Wie habe ich die denn zusammenbekommen? Krass. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch bestens gefallen. Ja, mal auch mal Dave failen zu sehen, ist glaube ich auch mal ganz schön. Auch mal bei den ganz normalen Menübuch-Rennen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo raushauen, beim nächsten Video dabei sein. Bis demnächst, ihr Lieben, haut rein, bis dann. Ciao.